Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout. Und wie wir hier sehen, wir kriegen hier schon wieder eine starke Strahlendosis ab. War natürlich jetzt sehr toll, dass ich mir die Ritterway da reingezogen habe. Ich frage mich nämlich gerade, ob die Wirkung von irgendwelchen Medikamenten vergeht, wenn man ein Spiel neu lädt. Oder ob das wirklich... Du erhältst 38 Strahlungsresistenz. Die Wirkung wirklich schon verflogen ist, also die Zeit ganz einfach abgelaufen ist. Egal. Wir sind jetzt hier in einer weiteren Vault, so wie es sich hier darstellt. Auf dem ersten Blick. Und ja, auch das Übliche, wir haben hier zerstörte Monitore und dergleichen und einiges mehr an kaputtem Zeug. Allerdings da geht noch was, da müssen wir wohl auch hin. Wir sollen ja Technologie aufspüren für die Bruderschaft, um da halt mitspielen zu können. Ja, das machen wir auch und ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht dumm, sich hier nicht zu lange zu verheiraten. Denn ich weiß nicht, wie lange diese Ritterway-Geschichte anhält. Anderes Problem, wie komme ich da überhaupt hin? Das sieht nicht gut aus hier, ne? Kann das sein? Muss ich mich da irgendwie durch die Gegend schlagen? Eine dicke Mauer. Ah, hier geht's weiter, da kommen wir dran vorbei. Okay. Also ganz so einfach, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, ist es dann natürlich nicht. Ja, man muss sich hier wieder was überlegen, wie man dann jetzt da am besten hinkommt. Achso, übrigens, die Vault, die wir besucht haben, in der wir dann letztendlich den benötigten Steuerschip gefunden haben, machen wir es mal so rum, das war natürlich die Vault 12. Wir hatten ja diese Nachricht, oder diese Information bekommen, dass es da diese... Ups! Oh. Du spürst, dass eine Falle in der Nähe ist. Ja, das habe ich gerade mitbekommen. Und wir sind für 4 Trefferpunkte getroffen. Wir ziehen uns hier mal ein bisschen zurück. Aber wahrscheinlich muss ich da hin. So, was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, also da, wo wir den Steuerschip gefunden haben, das war natürlich die besagte Vault 12. Und wir hatten ja eine entsprechende Information bekommen in dieser Disk, dass diese Vault zu denen wohl gehört, die über so eine Technologie oder über einen Chip verfügen. So, wir schlagen uns hier weiter durch die Karpaten. Irgendwelche Schränke oder andere Geschichten wie Truhen oder so habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wo wir noch zusätzlich irgendwas abgreifen könnten. Die Frage ist, bin ich überhaupt im Augenblick dazu in der Lage? Ah! Der arme Dogmeat hat es jetzt erwischt. Oder beziehungsweise uns beide. Fallen finden bin ich echt noch nicht so geübt, wie man merkt. Fällt, glaube ich, gar nicht auf. Komm mal her, Dogmeat. So. Wieso jetzt bei mir? Ich verstehe nicht. Ich habe eigentlich auf Dogmeat gezielt, aber... Naja, sei es drum. Oh, wer liegt denn hier? Du siehst den toten Körper von Leiche in seltsamer Rüstung. Oho. Sehen wir denn hier Schönes? Irgendwelche wichtigen Informationen. Ab ins Inventar. So, dann gucken wir doch mal, was wir da bekommen haben. Du siehst, gelber Schlüssel. Aha. Gelber elektrischer Sicherheitsschlüssel. Interessant. Und
Was ist das? Das ist seltsam. Du denkst, das ist vermutlich das ist, was du der Brotherhood zurückbringen sollst. Mhm, mhm. Okay. Eine Brotherhood of Steel CD. Gut, nein. Ich will die benutzen, verdammt. So. Dann einmal klicken, anwenden auf. Das hat keinerlei Wirkung. Ja, ich wollte die eigentlich auch nur lesen, wenn das irgendwie machbar ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie in den Pip-Boy übertragen wird. War das nicht so bei der anderen Geschichte? Moment, komme ich da wieder raus? Ich mal kurz hier drauf. Und dann schauen wir mal. Status? Nö. Da haben wir jetzt nur die Vault-Standorte als Daten. Hier haben wir die Brotherhood-Informationen. Werde ein Neuling, also die Aufträge vielmehr. Schade, ich hätte gedacht, dass man das übertragen kann. Irgendwie seltsam. Trick geht auch nicht. Nö, anscheinend geht es wohl nicht. Oh, Moment. Ja, okay, bei der Gelegenheit. Soll ich mal speichern? Das ist, meine ich, low. Gib ich denn da ein Glow? So, mein Gott. Gut, okay. Immerhin haben wir also etwas gefunden, von dem wir vermuten, dass es das ist, was die Bruderschaft haben möchte. Was ist denn hier mit dem Computer? Gehen wir erstmal dahin. So, System, Hauptstrom aus, Notstrom ein. Okay, wir gehen mal auf Stromversorgung. Verwaltung der Stromversorgungssysteme. Hauptstrom. Hauptstromversorgung aus. Hauptstrom erneut einschalten. Hauptstromversorgung. Fehler. Fehler beim Einschalten des Hauptstroms. Okay. Notstrom ist ein. Oh, lassen wir auch ein. Also, die Hauptstromversorgung kriegen wir aus irgendwelchen Gründen nicht eingeschaltet. Der Kollege ist leer gelootet. Ist das vielleicht der Grund dafür, dass wir hier irgendwie die Stromversorgung nicht ankriegen? Keine Ahnung. Gucken wir uns mal noch ein bisschen um. Moment. Nein. War da noch irgendwas? Nee. Das sah nur so aus. Gut. Die Tür ist zu fest verschweißt, du kannst sie nicht öffnen. Na gut, wenn die verschweißt ist, dann wird auch ein gewisses Hilfsinstrument oder Werkzeug nicht viel bringen. Im Moment mal, hatte ich hier nicht irgendwie schon die Brechstange mir besorgt von dem Ian? Anscheinend nicht. Nö, ich sehe nichts. 123, Kollege. Wo bist du? Ach, da rennt er rum. Wir müssen mal ganz kurz handeln. Ja, das war auch so eine Sache, die ich mir hier geleistet habe. Ich hatte ja rumgenölt, dass wir hier halt mit den Kollegen quasi ins Geschäft kommen müssen, wenn wir Teile tauschen wollen oder so halt. Und ich hatte im Hinterkopf, dass es die Möglichkeit besteht, die Sache nach Gewicht sozusagen auszutauschen, dass man also sagt, irgendwie, ich habe jetzt hier das und das und übergib mir das bitte. Und dass man dann halt nach der Tragekapazität geht.
Das ist auch richtig. Das ist allerdings erst in der nächsten Folge. Nächsten Folge ist gut. Im nächsten Fallout-Teil, also bei Fallout 2, da war ich meiner Zeit ein bisschen voraus. Das kann schon mal passieren, wenn man aus Versehen die falsche Anleitung liest. Und sich dann wundert, warum Dinge nicht gehen. So, achso, ich bin auch ganz clever. Ich wollte das nochmal ganz kurz ausprobieren hier. Ich hampel mal. So, ab ins Inventar. Wo ist das Teil? Da. Wir nehmen es in die Hand. Und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier... Das ist dann nämlich der richtige Weg, wie man da vorgehen muss. Überöffnen, irgendwas erreichen kann. Und so wie das aussieht, halt nicht. Klar, die Tür ist verschweißt. Da kannst du dann auch mit der Brechstange nichts machen. Aber das ist das, was ich halt letztens meinte. Man muss halt dieses Teil bei sich führen. Und dann hat man die Möglichkeit, halt Dinge, die verschlossen sind, dann kann man die halt öffnen, wenn man keinen Dietrich dabei hat und auch sonst irgendwie keinen Schlüssel oder so. Und es geht halt nicht in dem Weg, dass man jetzt sagen kann, ich klicke jetzt hier die Brechstange an und klicke dann auf die Tür oder so, die ich öffnen möchte. So rum geht's halt nicht. Das war mein Irrtum gewesen. So, ja, irgendwelche anderen interessanten Dinge findet man wohl hier weniger, bis jetzt zumindest. Solange mein Red Away, oder Red X vielmehr, Red Away ist es ja nicht, anhält, will ich die Zeit zumindest noch nutzen, mich hier ein wenig umzutun. Vielleicht findet man den einen oder anderen Spind, vielleicht findet man irgendwelche anderen Dinge, die auf in diesen Räumlichkeiten rumliegen und die man mitnehmen könnte. Vielleicht findet man einen Hinweis darauf, warum die Hauptstromversorgung nicht funktioniert. Schauen wir mal. So, da war auch eine Falle, die wir ausgelöst haben. Keine Ahnung, wie das jetzt hier zu handhaben ist. Moment mal, Falle. Drauf. So, du siehst eine schwere verrostete Tür. Wir gucken mal, ob wir diese schwere verrostete Tür öffnen können. Das elektrische Feld der Tür versetzt dir einen leichten Stromschlag, der einen Trefferpunkt ausmacht. Ja, supi. Ja, weiß ja hier Notstrom, aber dafür reicht es. So schnell gehen wir nicht auf. Jetzt habe ich schon zwei Trefferpunkte einkassiert. Also irgendwie komme ich hier nie weiter. Was ist denn, wenn ich den Notstrom ausschalte? Also spaßeshalber. Ja, dann dürfte auch der Aufzug nicht mehr funktionieren. Das ist natürlich dann ganz schlau, Nandos. Da hast du wieder gut überlegt. Aber, sei es drum. Wenn das eine... Ist das eine Falle? Würde das unter Falle laufen? Könnte man die vielleicht deaktivieren? Mit den Fallenfähigkeiten, die ich nicht habe? Probiere ich mal aus. Gehen wir erstmal den Weg. Jo, mach mal da was. Jo, drei Trefferpunkte. Es summiert sich. Also auf die Art und Weise komme ich nie weiter. Was ist hier eigentlich? Das ist eine ganz normale Tür. Und sonst ist hier wohl... Hallo? Ach, schau mal einer, guck. Ja gut, das wollen wir mal nachgeguckt haben, wa? Ah ja, besonders toll. Vor allen Dingen, da der Spind leer ist. Was ist hier mit ihm? Da gibt es immerhin ein Stimpack. Das ist besser als nichts. Moment. Ne? Was wir haben, haben wir. Bevor hier wieder irgendwelche Dinge passieren, wie Programmabstürze oder dergleichen. Schnell mal gespeichert.
So, ja, weiß ich auch nicht. Dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, auch wenn es wahrscheinlich jetzt absolut nutzlos ist, sowas auszuprobieren. Ich nehme einfach mal den Strom weg. Guck mal, ob ich die Tür aufkriege. Und wenn wir die Tür aufhaben, kann ich ja den Strom wieder einschalten, in der Hoffnung, dass die Tür aufbleibt. So, Moment. Augenblick. Also, aber wenn ich den Notstrom ausschalte, dann dürfte doch auch dann der Rechner nicht mehr gehen. Logisch betrachtet. Einen Moment mal eben. Ich gehe mal hier kurz auf Beenden. Nein. Aber wo du mich gerade dran erinnerst. Egal, ich mache jetzt mal diesen hier. So, ne? Ihr wisst schon, bevor hier irgendwas passiert, was nicht mehr rückgängig zu machen ist, erstmal schnell speichern. Und ran an den Rechner. Stromversorgung, Notstrom, Notstrom ausschalten. Das scheint er gemacht zu haben. Der Rechner selber läuft, aber komischerweise noch. Der hat eine eigene Versorgung. Ja, hier sieht man alles aus. Sehr schön. Gut. Dann komm, nimm das Schwing. Schwinge deine Keulen. Moment. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier irgendwie weiterkommen. Das ist eine schwere verrostete Tür. Der Aufzug funktioniert nicht. Er benötigt offensichtlich Strom. Das ist richtig. Das war auch genau der Gedanke, den ich hatte bei der ganzen Geschichte. Nur wenn ich da versuche, was dran zu machen, dann kriege ich jedes Mal einen gezwiebelt. Achso, ja. Ich könnte den Weg versuchen, aber ich denke nicht, dass das irgendwas bringen wird. Ja, super. Notstrom ist aus, ja, und ich bekomme jetzt einen starken Stromschlag, der mir 4 Trefferpunkte, 4 Trefferpunkte ausmacht. Gut, die Idee war also super. Auf jeden Fall. Ja, also das sind so Sachen, die ich wohlgemerkt sehr lustig finde, weil also Hauptstrom ist aus, Notstrom ist aus, der Rechner funktioniert aber trotzdem lustig weiter. Und man kriegt nach wie vor an den Aufzug, also an der Aufzugstür, einen gezwiebelt. Und hat das geklappt? Ja. Einen gezwiebelt und aber die Tür ist natürlich nicht auf. Das geht nicht. Ja. Weißt du. Ich sag da nichts zu. Gut, hier waren wir, glaube ich, schon drin. Ich weiß nur nicht, ob... Achso, nee, gar nicht. Hier konnten wir nicht rein wegen Tür und so. Alles klar. Ja, weiß ich auch nicht. Die Geschichte, die die Brotherhood haben wollte, die haben wir ja. Diese nun wirklich unbekannte Vault. Wie gesagt, die andere war ja bekannt, das war ja die 12er. Würde ich mal vorschlagen, die verlassen wir jetzt einfach mal. Bevor ich dieses aber tue, ihr wisst es genau, erstmal kurz hier hin. Dann werden wir... Nein. Uns wieder voll bewaffnen. Hier ist ja weiter nichts passiert, alles gut. Das überrascht mich übrigens, dass es hier keine Ratten gibt. Das wollte ich mal ganz schnell noch anmerken. So. Dann gespeichert natürlich. Jupp. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück. Ja, was ist hier wohl passiert? Da hat es Boom gemacht. Irgendwann mal. Vor langer, langer Zeit. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder... Kann ich hier nächtigen? Ah, das geht. Wie spät ist es? 1:06 Uhr, ich würde sagen, ruhe dich bis zum nächsten Morgen aus.
So. Dann hänge ich noch eine Stunde dran. Auch gut. So, dann gucken wir mal. Hat er was gebracht? Unheimlich. Ja. Bei der Gelegenheit probieren wir das nochmal aus. Erstmal erste Hilfe an uns selbst. Du heilst 5 Trefferpunkte, immerhin. Und ich erhalte 26 Erfahrungspunkte dafür. Bin auf 42 HP zurück. Na gut, zurück ist gut. Da fehlt noch eine ganze Menge. Ich glaube, 63 ist im Augenblick der Stand der Dinge. So. Ian Rapper. Boah, meine Güte, nee, der Typ, der hat, ne, also sowas von Flöhe im Hintern. Das ist ja schon nicht normal. So, was ist mit Ian? Das scheint wohl auch geklappt zu haben. Ian sieht bereits gesund aus, das ist schön. Und da hat sich jetzt gerade in dem Augenblick wieder Fallout verabschiedet. Ich weiß echt nicht, was los ist. Also, das ist sehr, sehr seltsam. Egal, wir sehen uns gleich wieder.